Hallöchen, Liebe und Herz. Piu, 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 piu. Ja, ich krieg die. Piu, 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 piu. Warte, Herr Kollege, wir haben keine Zeit. Oh. Wirklich nicht? Nein. Okay. Hören Sie jetzt auf mit Ihren kleinen Mini-Shooter-Spielen da. Was soll denn der Quatsch? Ich muss mich doch vorbereiten auf die Schicht. Ja, genau. So, ihr Lieben. Ihr hört schon, der liebe Yannick ist wieder mit dabei. Yay. Sehen Sie das? Ich sehe gar nichts. Hier ist, ja, hören Sie das? Fragen Was wir mal so, ach so, dass hier ganz schlimme Leute rumlaufen und so. Wir müssen Polizeipräsenz zeigen. So, und du willst Auto fahren, okay. Nein, komm ich, will ich nicht. Komm da, ja doch, bist doch Nein, da schon. Nein, aber doch. Ich will mich nicht mehr davor drücken. So. Ach so, okay, okay. Also, auf geht's. Wir sind hier wieder beim Police Simulator Patrol Officers unterwegs. Ja, genau, ich glaube, das habt ihr euch schon gedacht und gesehen und so, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, der liebe Yannick ist auch wieder mit dabei. Sein Kanal, Hallo. Wie immer, in der Kanalbeschreibung. Ja, das Kadi findet ihr bei mir auch. Und ja, dann gucken wir mal, was uns heute Schönes erwartet. Wir werden zweimal 15 Minuten Schichten machen. Und wollen wir halt, stopp. Nee, ja, genau. Kannst du gerne hinfahren, aber der da... Den musst du annehmen. Ich das, bin unterwegs. Ich, danke. So, du trinkst Zeigen hier einfach Alkohol. Das ist nicht fein. Natürlich, Officer. Bitte schön. Gott, was für eine Stimme, mit der habe ich nicht gerechnet. So, zack. Führerschein, das, das, das. Okay, das sieht ja alles tippitoppi aus. Ja, sehen Sie, war, bis heute waren sie friedlich. Ja, dann ist halt auch irgendwann vorbei, ne? Trinken in der Öffentlichkeit. So. Sie bekommen einen Strafzettel und ein $300. $300 ja, in der das kostet ordentlich. Wirklich? Oha. Ja. Das ist viel Geld. Ja, dann überleg dir das nächste Mal dreimal, ob du hier Sie können trinkst. Jetzt gehen. Schönen Tag noch. Das wusste ich nicht, dass das so teuer ist. Alter Falter. Obacht. Ich muss halt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das besser finde, dass, also, dass es nicht erlaubt ist. Oder, ja, wie bei uns ist ja eigentlich egal, ne? Also ich glaube, bei uns hast du ja nicht irgendwie so, dass du da nicht mit dem Bierchen durch die Gegend laufen darfst. Nee, eigentlich ist das bei uns egal. Tatsächlich, ja, doch. Wow, wow. Okay, da ist einiges. Wow. Auf geht's. Okay. Ich starte hier. Ich bin am Unterlauf. Wir müssen erstmal gucken, ob irgendwo Leute auf dem Boden liegen. Achso, ja, ich mach Fotos. Nein, hier liegen keine. Gut. Was? Alles klar. Okay, du machst Fotos, dann fragen wir hier mal. Warum bin ich eine Dame? Ich wollte dich gerade fragen, warst du nicht eben noch ein anderer ich Char? Ich wollte gerade sagen, ich war doch vorhin noch der Kerl, oder nicht? Hä? Wie hast du das gemacht? Ja, kannst du mal sehen, ich kann mich verwandeln. It's magic. Zeigen Sie mir den Führerschein und die Fahrzeugversicherung. Richard, du warst doch vorhin noch... Ich war vorhin noch der Kerl, ja, ohne Witz. Das spielt immer wieder, das ist immer wieder was Neues, ne? Ich finde es witzig. Das ist schön, das Spiel tut auch gerade so, als ob ich es das allererste Mal spiele. Das ist echt merkwürdig. Hey, Sie haben gar keinen Führerschein, was soll das denn? Warum fahren Sie denn Auto? Oh ja, auf, so wie ich hier gerade drücke, spiele ich das Spiel auch das erste Mal. Ja, siehst du? Das Spiel sagt deswegen, guck mal, du nimmst jetzt den Char, der passt besser. Aber hey, ich überlege gerade, wann du dich verwandelt hast. Sie sind festgenommen. Ja, das frage ich mich auch. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Grund. Es ist halt irgendwie gerade. Ja, das habe ich nicht mitbekommen, wann das. Ja, keine Ahnung. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und pups, ich war eine Frau. Ja. Ja, so schnell geht das heutzutage. Unbelievable. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Ich komme da nicht drauf klar. Ich komme da nicht drauf klar. Oh, schön. Ja. Ausweis abgelaufen, jo. Hey, mach mir meinen Ausweis da nicht weg. So. Hier ist alles super. Du schwankst ein bisschen, Schätzelein. Ich glaube, du hast was getrunken. So, als erstes Fahrer... Ausweis abgelaufen. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 ganz und 100 entspannt. Dollar. Na, kommen Sie schon, so viel?
Ja. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Hey, das ist ein ganz netter hier. Ich bin ganz normal gefahren. Glaub nicht. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie hier unter Alkoholeinfluss stehen. Nein, nein. Ihr seid jetzt alle in Ordnung. Warte mal, das sind jetzt nur die 0,142 Promille. Ja, warte, gib ihm. Hier muss ich jetzt erstmal noch. Hast du da noch was eingeworfen, Schatzi? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Nö. Ach, oh, wow, wir haben hier Bericht vollständig. Wir können es noch so Handschellen anlegen, weil das da und weil... Sie sind betrunken gefahren. Sie sind daher verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Bitte, tun Sie das nicht. Hört mich nicht an, Kollege. Sonst hast du direkt einsitzen. So. Kriegt schon mal einen Unfall. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ach Mist. Oh, wow. Ja, hier Unfallbericht und so. Ja, habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Gefangenentransport. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich rufe den Wagen zurück. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, jetzt aber. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Bitte schickt einen Abschleppwagen an meinen Standort. So, jetzt aber. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen ankommen. Warum steht Typi hier noch? Der braucht noch seinen Unfallbericht. Okay, bitteschön. Das wird sehr hilfreich sein. Punkte. Danke, Officer. Das gibt richtig Punkte diesmal wieder. Ja, gerne. Alles tschüss. Klar. Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen Akku? Das ist für mich super irritierend, dass du halt jetzt einen weiblichen Char hier hast. Warum? Ja, weil du sonst immer den gleichen hast. Und der ist halt männlich. Sogar. So. So. Ja. So. Ich lach mich schlapp, wenn ich gleich wieder ein Kerl bin. Ja, aber ich frag mich, wann das passiert ist. Gerade als ich ausgestiegen bin, anscheinend. Weil am PC, also in der Wache, war ich definitiv noch ein Kerl. Und ja, bis ich eingestiegen bin, auch. Wow, wie du uns einfach überholt. Okay. Also wir zeigen gerade schon wieder keine Polizeipräsenz. Okay. Das ist halt auch, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich daran oder damit zusammenhängt, ob wir zu Fuß laufen. Vor allem, wir haben ja schon den Typi da fest. Wir haben ja schon den Typi festgenommen, der da Alkohol getrunken hat. Also. Oh. Wann sich da diese Leiste füllt. Und hier bei dem Spiel muss ich jetzt, halt, ich glaube, das haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, würde ich es schon sehr fühlen, wenn das so, ich sag jetzt mal, für 4 Spieler vielleicht sogar möglich wäre. Ja, das wäre halt echt cool. Wenn du dich halt wirklich aufteilst, der eine ist in dem Gebiet, der andere in dem. Meinst du, zweit ist schon cool? Macht mir auch persönlich mehr Spaß als alleine. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Ort. Ich glaube, noch mehr wäre auch witzig. Nee, du bist immer noch die Frau. Ja, ist immer noch eine Frau. Das Spiel entscheidet einfach, wie ich mich fühle, oder was? Ja, ja, offensichtlich. Lieben, wenn ihr das auch schon mal hattet, sagt uns da mal bitte Bescheid. Ja, also. Weil wir haben das jetzt, also wir haben ja schon viel erlebt hier im Police, aber das ist jetzt das erste Mal. Dreiecke sind das eine, aber das ist ja. Das. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Ja. Ich fühle mich jetzt schon, ne? Das ist schon hart, was das Spiel hier mit einem macht. Du hast es gerade miterlebt? Nein. Der Typ ist einfach da gerade reingefahren in unseren Unfall. Ach so, ist dann ein weiterer Unfall entstanden? Ja, das ist jetzt halt die Frage, ob... Wow. Ob der jetzt damit zugehört? Oder ob der jetzt einen eigenen Unfall hat? Ich weiß es nicht. Also wir waren einfach da reingefahren. Ja, da muss ich hin. Da. Ich hab's gefunden. Hallo, Officer. Ja, doch, der zählt damit zu. Also zumindest wertet er es da bei uns mit rein. Was hast du denn schon wieder gemacht? Na, die hat hier keinen Versicherungsschutz. So. Können Sie mir sagen, was Sie Ich möchte einen Blick diese auf Ihren Person Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen. Klar. Bitte sehr, Officer. Also diese Frau hier hat gerade gesagt, dass deine Person, die ja offensichtlich gerade hier reingefahren ist, zu schnell gewartet war. Ja, das ist richtig. Das war ja mit Sicherheit. Will ich auch nicht abstreiten. Versicherungsstatus ungültig. Okay. Hey, halt, stopp. Aber das Bild passt. Oder?
Ach, siehste, ich habe schon wieder vergessen, Alkoholtest zu machen. Also ich habe jetzt... Ja, der ist gestohlen, der Ausweis. Glaube ich. So. Warum? Wenn, halt, wenn das Bild gleich ist dann und der nicht registriert ist, dann ist der gefälscht. Nee, das Bild ist halt nicht gleich. Ah ja, gut. Okay. Dann ist er gestohlen. Ja. Du bist nervös. Ach, deswegen bist du ja wahrscheinlich auf volle Möhre reingeschallert, ne? Ja, er hat das Polizeiauto gesehen, hat sich gedacht, oh Scheiße, ich bin über der erlaubten Geschwindigkeit gefahren. Die hier ist gleich schon am Einschlafen anscheinend. Bitte kooperieren Sie, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Oh, wir haben gleich, ich kann noch einen Drogentest. Yay! Sie werden so einen Test machen, um zu sehen, ob Sie... Dann kann ich dir ja mal Handstellen anlegen für das da und... Gestohlener, ne? Okay, ja. Hier ist Ihr Unfallbericht. Ich muss Sie festnehmen. Oh. Der Personalausweis ist gestohlen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Was? Guck mal, Sie kriegen noch einen Unfallbericht. Ihr Auto muss abgeschleppt werden. Das ist ein genauer Bericht. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine Abschleppposition. Klar. Alles klar. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Sie können jetzt... Okay. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Fährt die jetzt hier oder muss das abgeschleppt werden? So wie es aussieht, will die fahren, ne? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Bitte schickt einen Abschleppwagen an meinen Standort. Ja, doch, die fährt. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Gleich. Okay. Ah. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie es am Ende der Schicht ist, was du dann... Ja, dann bin ich wieder ein Kerl. Aber ja, das ist halt die Frage, ne? Halt, stopp! Halt, stopp! Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen! Ich seh noch, ich seh noch! Oh, wow. Das ist tricky. Ich darf mich nur nicht überfahren lassen. Oh, wo ist der denn jetzt hin? Halt's... Hier liegt jemand! Oh, wow. Warum liegt hier jemand? Scheiße, bestimmt Rea. Na, er liegt mitten... Erste Hilfe. Liegt der bei dir auch in dem Dingsbums da drin? Er sollte keine... Nein, sollte ich nicht? Okay, warum nicht? Kannst du ja nicht erkennen. Ich werde Ihnen einen Verband anlegen. Lol, wie einfach Leute hier in der Gegend rumliegen. Okay, das ist auch interessant. Ich habe jetzt leider den Typi verloren. Ja, ich habe den tatsächlich auch nicht mehr, weil hier rennt keiner mehr. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Ich weiß auch nicht, wie er jetzt aussah. Zum Opfer zurückkehren. Na, der hatte so eine beigefarbene Hose an. Ja. Ich kümmere mich drum. So. Ranking Mathieu. Okay. Boah, ich glaube, dass der tatsächlich weg ist. Ich guck gerade, ob ich ihn hier irgendwo sehe, aber ich glaube da. Nee, hier ist halt. Hinter dir steht einer an, dem Ding. Nee, der hatte eine kurze Hose an der Tür. Also wenn ich es halt richtig gesehen habe. Hatte der ein rotes Vorteil? Boah, das weiß ich nicht. Okay, ich kann mit dem hier nichts mehr machen. Oh. Der Rettungswagen steht hier. Jo. Aber der macht ja nichts. Ist auch egal. Warte. Ich hab Idee. Okay. Willst du ihn jetzt nicht tasern oder so, ne? Okay. Okay. Dann suche. Ja, warte, ich will eine Sache nochmal gucken, ob das der ist. Nee, achso, der muss abgeholt werden. Hoppala. Tja. Okay. Was? Ja, es tut uns leid. Pech gehabt. Oh, das tut mir wirklich leid gerade, dass wir da... Oh, da hinten ist der, glaube ich, schon. Ich sehe zumindest ein Hemd in die Richtung. Ja, das blaue Hemd. Ich kann nicht aussteigen. Oh. Warte, ich kann... Okay. So. Ich wollte sagen, bin ich jetzt auch was anderes? Nee, bin noch mein Charme. Bin ich jetzt auch was anderes? Genau, nein, der da, ne? Du siehst, ne? Ja, ja, ja. Oh, moin. Wunderschönen guten Tag. Bitte? Oh, oh, oh. Wenn du so weitermachst, kriegst du sofort anstellen hier. Franklin! Der Franklin.
steht schon ein bisschen komisch, ne, hier? Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Okay. Hab ich grad jetzt. Ah, da erfährt man noch nicht, warum der ein offener Haftbefehl ist, ne? Sondern nur offener Haftbefehl. Ich könnte mir vorstellen, dass du das beim Suchen halt, also bei wenn du C drückst, weißt du, dass das. Achso, Ich hoffe, die Frau steht da jetzt nicht mehr mit. Ich wurde bestohlen. Würde es mir halt noch mehr leid tun. Nee, ja, aber unsere Polizeipräsenz haben wir nicht erhöhen können, ne? Ja, das verstehe ich halt nicht. Verstehe nicht, warum. Weil wir haben ja hier, ne? Und vor allem das Gebiet ist nicht mehr rot. Stimmt. Sehr merkwürdig. Anzeigefehler. Ja, okay. Habe ich auch gerade tatsächlich gedacht, ob das einfach ein Anzeigefehler ist. Moin! Ich bin die Neue. Ja. Okay. Ich heiße übrigens Emma Davis und mein Bild von Emma Davis ist, hier J. Jones. Ernsthaft? Ja. Ach, lol, okay. Irgendwas passt hier so gar nicht. So. Dann sagen. Und wir gehen mal wieder in den Melting Pot. Da waren wir schon lange nicht weg, gell? Oh, stimmt, ja. So. Nehmen wir. Und. Uha. Ja, komm, hey, das ist doch hier, wo immer so viele Drogen und so, ne? Ja, das war in Chester, ne? Im Käse. Ach ja, stimmt, das war im Käse. Da war die Drogengasse war da. Ja. We are back. So. Das finde ich halt auch witzig, dass das wieder steigt. Ne, du bist bei mir immer noch die Dame. Ja, ich bin auch eine Dame. Okay. Gucken, wie lange. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Ja, Mann. So. Also, dass die Kriminalität wieder hochgeht, das finde ich cool. Dass du, ich sag jetzt mal, nicht du in dieses kommst, ja, habe ich jetzt durchgespielt, war überall alles fein. Ja, ist halt schwankend, ne? Das genau. Ist halt gut. Ist die Frage. Weißt du noch, wo unsere Drogengasse war? Nee, ne? Warte. Oh. Die war hinter uns. Kein Problem. Echt? Drehen wir. Links. Und gleich da vorne die nächste wieder rechts. Okay, gut. Ich hätte es jetzt tatsächlich echt nicht gewusst. Ich vermute es jetzt einfach nur, dass sie da. Achso. So, aber jetzt ist halt auch gerade noch alles still, ne? Ja, es ist nicht ruhig gerade. Irgendwo da vorne war sie, glaube ich. Bin jetzt aber nicht so sicher. Hier, ne? Irgendwo links müsste sie, glaube ich, gewesen sein. Echt? Ich dachte, hier gerade wäre die. Hm? Rechts? Oh ja, das könnte auch eine sein. Eine von den vielen. Drogenhandel, wenn wir jetzt hier schon sind, ne? Ja, nee, dann mal, nee, wir müssen woanders hin. Abfahrt. Auf Abfahrt dahin. Okay. Yay. Oh Gott. Ach, im Park. Hier, guck mal, der hier vorne. Hier, sofort. Hundertprozentig. Was sagst du? Ups. Ja. Da hinten die Dame. Guck mal. Es ist keine Drogengasse mehr. Ach, die da, ne? Ja. Ja, aber guck mal, da hier hinten links steht auch noch eine. Ein bisschen rechts jetzt von dir. Da geht auch der Typ hin. Ja.
Da, 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 da. Blumen, so schön. Ganz schöne Blumen. Oh, hier vorne die Vater? Ecke, die ist aber schön geschnitten worden. Oh, wunderschön. Wie geht's, Officer? Oh, der Typ ist vom Gut, danke. Nee, er geht doch wieder dahin. Obacht. Ja. Oh, der Baum hat Pilzbefall. Nee, er geht weiter. Der Baum hat Pilzbefall. Oh, sind das die beiden hier? Die reden ja miteinander. Ja. Hallo. Hallo, Officer. Hi. Ich brauche Hilfe, bitte. Nee, keine Zeit jetzt. Ich muss beobachten. So, guten Tag. Ja. Entschuldigen Sie, Officer. Hoppala. So, hier, Kollege, ich habe das gesehen. Festhalten, weil wegen... Muss halt hier aufpassen, ne, dass ich nicht wieder irgendwo hinkicke. Das war ziemlich beeindruckend. Hast du die eine Dame? Es hat ich hab die. Super. Gut, tun Sie, was Sie tun müssen, sagt Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Ja, klar. Nein, ich kann Ihnen jetzt nicht weiterhelfen. Halten Sie jetzt die Klappe und stören Sie mich nicht bei meinen Maßnahmen. Oh, die Dame heißt Peng. Oh Gottes Willen, der ist abgehauen. Nein, ich kann nicht. Sie sehen doch gerade, ich habe hier einen Flüchtigen. Komm her hier. Jepa! Hey, warum? Ja. Durchsuchen, ich wollte gerade sagen, warum darf ich die nicht Erlauben durchsuchen? Doch, Sie darf ich. Eine Durchsuchung. Sehen Sie jetzt Nur hier, für den Fall, dass Sie etwas Illegales bei sich tragen. Betäubungsmittel. Andere. Ein Beutel weißes Pulver. Jo. Zack. Das da. Bitte, nein! Angefordert sind, Officer, ich übernehme das. So, jetzt durchsuchen wir nochmal. Okay. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Beutel weißes Pulver. Hast du dir schon den Auftrag angeguckt, den wir jetzt haben als nächstes? Yildiz Ena. Kaukasisch. Gelbe Haare, rotes Kleid, schwarze Hotpants. Okay. Kaukasische Herkunft. Ach komm, weißt du was? Ja, ist ja gut. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit. Ich wollte eigentlich nur mal testen. Ich war eigentlich noch gar nicht fertig mit dem, aber ist egal. So, was wolltest du denn noch machen mit dem? Ich wollte gucken, ob ich den für Waffenbesitz anprangern kann. Kannst du? Willst du noch machen? Aber jetzt nicht mehr. Achso, ja, jetzt ist er weg. Ja. Aber das, also du kannst da ja mehrere Vorwürfe machen. So. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Rotes Kleid, ja. Haben wir hier vorne. Hallo. Gelbe Haare. So. Ja, guck mal. So. So, möglicherweise. Eventuell. Hey, Officer. So. Hallo. Ah, okay. Ja, gut, dann gucke ich halt. Ja, ich. Ich muss Ihren hier den Elektroschocker. Bitte. Ja, okay. Halt mal den Schocker für den Notfall. Hier haben wir jemanden, den wir suchen. Ja? Ja. Vor allem gelbe Haare. Ist das nicht einfach blond? Ich muss sie festnehmen, ja, eigentlich schon, oder? Bitte, nein! Wobei, die Haarfarbe ist schon anders als bei meiner Figur. Ja, aber ich würde sagen, ihr habt beide blonde Haare. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, gut, das war's ja schon, ne? Ich werde sie nun zur Polizei dienen. Wir können die auch mitnehmen. Kommen Sie mit. Wir gucken mal, was wir jetzt Schönes machen. Vorsicht mit dem Kopf. Vorsicht mit dem Kopf. Ey! Was? Ey! Sag was mal! Denn? Oh! Ja, ey! Schön, ey, der Bierpulle an dem Polizeiauto vorbeilaufen. Sehr geil. Sie werden wegen Trinkens in der Öffentlichkeit festgehalten. Ach, der Typ denn da hinten? Brauchen Unterstützung. Wer ist verfügbar? Ja. Ich musste mein Bier trinken, bevor es warm wird. Ehrlich? Ich stelle einen Strafzettel über 30 Euro. Das ist. Das ist auch ein Grund. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Na, guck mal, wenn sie das halt gerade erst eingekauft hat und ne, jetzt so dachte ja, Kacke, ich habe ja gar keinen, keine Ahnung, Thermobag oder whatever mit, wo das kalt bleibt, ja, dann muss ich das natürlich auch jetzt schon trinken, auch wenn es eigentlich für ein Abendessen ist, ne? Ja, stimmt schon. Unärgerlich. Das Gericht ein Rechtsbeistand
Weil Real Talk, wer möchte denn warmes Bier trinken? Ja, das. Ja, ist schon. Ja. Ja. Hast du recht? Ja, ist okay. Ich halte die nächstes Mal nicht mehr auf, wenn sie sagen. Ich würde jetzt einfach sagen müssen, ja, es verstehe ich. Verstehe ich total. Die ist halt direkt schon verdächtig hier vorne, ne? Ja, finde ich auch. Und sie hier auch links. Er auch irgendwie. Ihr seid alle verdächtig. Sollte zurückkehren und die verhaftete Person begleiten. Nein. Hä, welche denn? Ja, aber natürlich helfe ich Ihnen weiter. Wo? Woher soll ich wissen, wo Sam's Kitchen ist? Weil wenn wir aufpassen würden, wüssten wir das. Wenn wir die Gebiete wirklich mal, ne? Ich kann ihr nicht mal irgendwas geben. Ich kann ihr nichts zeigen. Hey, Officer. War das jetzt richtig? Hallo zurück. Ich hab ihr, ich sag mal so, ich hab ihr nichts gezeigt, ne? Oh. Oh. Es ist halt hier auch gerade niemand, wo ich jetzt sagen würde, jo. Ja, wo sich das andeuten würde, so, wo? Ja. So wie eben halt, ne? Du hast einen, der steht da halt. Und einer, der geht halt direkt drauf zu. Genau. Ah, doch, da. Hinter, hier hinter dem Pfeiler. Ja, ach, ja. Da passiert das schon. Oh, mal. Oh. Bleib stehen. So. Bitte. Das hat wehgetan. Nächstes Mal werde ich. Man hört so Rabombs. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Sie sehen eigentlich viel zu freundlich aus für einen Drogenhandel. Klar. Bitte sehr, Officer. Was ist nur los mit Ihnen? Er sagt einfach ein bisschen Spaß daran. Das ist doch nicht verkehrt. Oh, das angeforderte Profil konnte nicht gefunden werden. Ja, okay, dann also auch noch ein Dingsbums-Ausweis. Oh, das ist eine gute Idee. Dippitoppi. Ich werde Sie abtasten für den Fall, dass Sie etwas Illegales mitführen. Für den Fall. Ja. So, dann starten wir mal mit dem... Sie sind weißen im Besitz Dingsbums von Drogen da, Beutelchen. Und daher festgenommen. Nein, bitte nicht, Officer. So, ich habe noch mehr für Sie. Wir benötigen die Sie sind festgenommen, da Sie einen gekümmerten Personalausweis mitführen. Bitte, Officer. Ich ging immer so, bitte, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. So schlimm ist das nicht. Ich habe zwei Sachen nur. Für mich kommt schon. Dabei. Unglaublich. Oh, das geht gar nicht. Unglaublich. Lebenslänglich. Wo ist denn der Unfall? Ich muss sie festnehmen, da der Personalausweis dicht dran, okay. Gestohlen ist. Was? Ach, da, bei dir ist gestohlen? Bei mir war ja. Er gefälscht. Nee, bei mir war er gestohlen. Ist ja witzig. Die werden auch immer krimineller. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Super. Aber? Mega. Das Gebiet wird nicht besser gerade, ne? Also es auch wieder nicht. Hast du recht. Das ist halt echt merkwürdig. So. Warte mal, was ist denn jetzt hier? Hier war die gesuchte Person, die wir hinten drin haben. So, weil mir die noch angezeigt wird. Ach ja, wir haben... Ja, stimmt. Stimmt, wir haben da ja noch jemanden dabei. Voll vergessen. Ja, wir haben ich hätte jetzt einfach die Schicht beendet, gell? Ich habe an die nicht mehr gedacht. Ja. Nein, du hast doch keine Schicht beendet. Nein, ich würde jetzt einfach, also so. Wenn wir jetzt die Schicht beenden könnten, wäre ich jetzt halt einfach ins Büro, weil ich an die nicht mal gedacht habe. Einfach im Auto sitzen gelassen. Ja. So, guten Tag, guten Tag. Ah, ich wollte gerade sagen, hier fehlt doch einer. Aber hier ist er doch. Hallo. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich glaube, ich stelle gleich Barrieren davon auf, ne? Ich befürchte, sonst werde ich überfahren. Oh, war der schnell. So,
Sollen wir Barrieren besser aufstellen? Kannst du machen, musst du nicht. Versicherungsstatus. Wenn ich gleich überfahren werde, ne? Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Das ist mir sowas von egal. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ja. Und der ist jetzt aber schön brav langsam da. So, jetzt, ich habe jetzt alle Bilder. So, ich fange hier hinten an. Hallo. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Was haben Sie gesagt? Zulassungsstatus ungültig. Ich bin noch ganz durcheinander. Ja, kein Fall. Achso, war eine Zulassung? Ja, bei dem Fahrzeug, da ist Zulassungsstatus ungültig. Kennzeichen abgelaufen. Ach, okay, würde. Okay, danke schön. Müsste das eigentlich sein. Bitte sehr, Officer. So. Fahrzeug. Das da. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Das kostet Sie zwischen 50 und 250 Dollar. Mann. Ach, kommen Sie schon. Rein. So viel? Ich habe wieder vergessen, ja, C zu drücken. So, können Sie beschweren, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Wieder ungültig. So, die Dame. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Das tut mir leid. Ach, soll ich irgendwann nochmal nur Verwarnung oder immer Kohle? Ich mache immer Kohle. Ich auch. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ich hatte, irgendwann hatte ich das mal gemacht, weil die mir leid tat. Ich weiß aber nicht mehr, in welche Situation das war. Ich glaube, ich hatte auch ein oder zweimal. 0,01 Alkohol ist in Ordnung, oder? Ja. 0,08 war das, glaube ich. Genau. Ja, ja. Okay, die hat auch nichts, die Dame hier. Okay, irgendwo müssen wir noch was machen. Ihre Schicht ist um, Officer. Was sagen? Was? Fehlt. Die hab ich. Du noch mal, ob du mit Foto... Oh, warte mal. Nee, immer noch nicht. Ja, noch irgendwas finden? Ah, halt, stopp, ich hab's. Ja, Mann. Bam. Mega. So. Bruder. Guck mal, ich hab hier richtig schön Unfallbericht. Danke, Officer. Das war's. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Weil wir unsere Zeit immer die ganze Zeit das Gleiche sagen. Fahren die alle? Also er ja, okay. Sie nicht. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Fahren Sie vorsichtig. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Sagen deine? Macht auch nicht, okay. So. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Bitte schickt einen Abschleppwagen an meinen Standort. Ich finde das total, also ich komme da nicht drauf klar, dass du halt einfach mal deinen Char gewechselt hast, ne? Ich hab das sogar nicht gemacht. Das ist halt echt super funny. Nächste rechts. Super funny. Siehst du, und zum Glück sehe ich das gerade hier auf der Karte mit dem roten. Ja, ja, ja. Was? Warum? So, das andere rechts ziehen. Ja. Ist war knapp. Ja, ja, geradeaus, geradeaus. Ja, ja, das ist, ja. Richtig, richtig. Ja, 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 super. Wow. Da vorne ist die Polizeistation. Da müssen wir. Yay. So. So. Ja, perfekt. Wunderbar. Ja, das ist mein Parkplatz. So. So, jetzt, ich hätte sie hier fast schon wieder vergessen, wenn ich nicht auf der Karte nochmal das rote Symbol gesehen hätte. Kommen Sie mal raus mit Ihrem schicken roten Kleidchen. So. Sieht ein bisschen aus, als wäre das so aus Leder. Das ist ein Lederlackkleid. Oh Gott. Gar nicht wissen. Das rote Lederlackkleid. So, alles klar, mal. Rein da. Zeit reinzugehen. Rein damit. Bams. Tür so. Zu, fertig. So, Feierabend. Ich würde sagen, wo läufst du hin? Da war eine Wand. Aber kann ich mich jetzt überall dran setzen? Nee. Nee. Das da. Ich darf nur mich wirklich hier hinsetzen. Ja. Okay. Na gut. Was?
bin mal gespannt, was wir jetzt hier erreicht haben. Also ich fand die Schichten heute gut. Wir sind echt gut vorangekommen, hatten was zu tun. Oh, really? Ja. 18 cool, ne? Punkte. 18 Punkte. Ist doch schön. Irgendwie eine 5-Minuten-Schicht? Nur mal kurz gucken. Ich glaub, 15. Nee, 15, ja, schade. 15 kriegen wir aber leider nicht mehr hin, ihr Lieben. Das schaffen wir nicht. Kacke. Na gut, dann beim nächsten Mal. Müssen wir uns merken. Verdammt. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Es war sehr lustig, vor allem mit deinem Char-Wechsel einfach so. Ich weiß auch nicht, was das war. Ja, und dann, genau, freuen wir uns auf eure Kommentare, ihr Lieben. Schreibt gerne mal rein, ob ihr so eine Situation auch schon mal hattet, dass ihr halt auf einmal Surprise einen neuen Charakter hattet, wenn ihr aus dem Auto aussteigt. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Schicht wieder. Ja. Macht's gut, Lieben. Macht's gut, Yannick. Tschüss. Tschüssi.